The Book of Eli. The Book of Eli ist ein postapokalyptischer Actionfilm mit Denzel Washington und Gary Oldman. Postapokalyptisch bedeutet, dass die ganze Welt zerstört ist und nur noch ein paar Leute leben, die jetzt die Idee haben, mal einen Film zu drehen. In diesem Fall ist die Apokalypse, also die Zerstörung der Welt, durch den großen Krieg vonstatten gegangen und das heißt, dass alle Menschen entweder tot sind oder zu Räubern geworden sind, um sich zu ernähren oder eben dabei sind, ihre eigene Zivilisation wieder aufzubauen. Und dann gibt's da noch Eli. Eli ist der Protagonist in dem Film und der hat ein Buch, so wie der Film es sagt, The Book of Eli. Eli hat nämlich die Bibel im Gepäck und ist dabei, diese Bibel nach Westen zu bringen. Auf dem Weg nach Westen kommt Eli also in eine Siedlung oder ein Dorf oder in eine Stadt oder wie man das damals halt so nannte, also was heißt damals, also wie man das halt in Zukunft so nennen wird, wenn natürlich die Erde untergegangen ist. Ich weiß nicht, ob das dann ein Dorf oder eine Stadt oder eine Siedlung ist. Auf jeden Fall kommt er da lang und diese Stadt wird von Carnegie regiert. Carnegie ist so der typische Antagonist in dem Film. Der möchte nämlich genau dieses Buch haben, was Eli hat. Carnegie rechtfertigt sich damit, dass die Menschen auf dieses Buch hören, dass die Menschen auf die Worte hört, die dieses Buch spricht. Quasi, dass er die Menschen besser beherrschen kann, mehr Kontrolle hat, was man halt so will, ne, als typischer Antagonist. Um dieses Buch zu bekommen, hat Carnegie nun diverse Söldnertruppen regelmäßig losgeschickt. Die können natürlich alle nicht lesen, weil sie total strohdumm sind und finden das richtige Buch nicht. Eli kommt nun also in die Stadt und wird ziemlich schnell von Carnegie entdeckt, weil er eben so einige seiner Männer tötet. Carnegie ist nun erstmal bestrebt, Eli in seine Gruppe aufzunehmen, in seine Zivilisation mit einzubinden quasi und um das hinzukriegen, lädt er ihn zu sich ein, belabert ihn und an dieser Stelle kommt zwischen Protagonist und Antagonist noch eine dritte Person ins Spiel und zwar eine Frau. Solara ist die Tochter von der Frau von Carnegie, also eigentlich auch irgendwie Carnegies Tochter, wird aber letztendlich nur dafür benutzt, um Eli gefügig zu machen. Sie ist quasi gezwungenermaßen eine Prostituierte. Jetzt bemerkt Carnegie ziemlich schnell, dass Eli genau dieses Buch hat, was er braucht. Und hier beginnt die eigentliche Geschichte, beziehungsweise hier geht's richtig los. Eli ist jetzt gezwungen zu fliehen und Solara flieht mit ihm. Und an dieser Stelle höre ich auf, über den Film zu reden, weil ihr euch den selbst angucken solltet. Der Film an sich ist der Hammer. Der hat zum einen eine gute Story, zum anderen eine richtig gute schauspielerische Leistung, was natürlich auch an den guten Schauspielern liegt. Und zum dritten hat er eine Wahnsinns-Filmmusik. Also das muss ich sagen, während ich dieses Video hier vorbereitet habe, habe ich mir die Filmmusik mal angehört und ich habe eigentlich immer noch Gänsehaut. Wenn man jetzt aber im Internet nach Filmkritiken sucht, findet man meist nicht so gute Aspekte. Das heißt, da steht dann sowas von wegen, dass zu viele Geschichten beleuchtet wurden, zu viele gesellschaftskritische Aspekte, die alle nicht zu Ende gedacht wurden. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, jeden, den ich gefragt habe, der diesen Film kennt, sagt, der ist gut. Und außerdem muss ich sagen, gerade diese vielen Aspekte, die da beleuchtet sind, zwingen quasi den Zuschauer dazu, nachzudenken. Über diverse Sachen. Das heißt, vielleicht kann es auch sein, dass gerade deshalb andere Leute den Film nicht mögen, weil man drüber nachdenken muss. Wenn ihr dazu eine Meinung habt oder wenn ihr den Film gesehen habt oder wenn ihr ihn jetzt nach diesem Film-Review guckt, dann könnt ihr eure Meinung in die Kommentare schreiben, könnt da reinschreiben, was ihr meint, könnt da reinschreiben, welche Filme ihr demnächst reviewed haben wollt, welche Filme ich vorstellen soll oder eben ihr geht auf Facebook, facebook.de/Jean hilft dir, da könnt ihr mich auch finden, könnt ihr auch euren Senf dazugeben. Ich würde mich freuen, ein bisschen was von euch zu hören und verabschiede mich mit dem üblichen Satz und zwar, ich bin Manu von Jean hilft dir, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.